Wo komme ich hier durch? Okay. Ja, okay, steht drauf. Also, ich muss jetzt. Oh mein Gott. Boah, ich merke schon, wie meine Finger zittern, alles Mögliche. Und nur wegen so einem billigen Spiel. Scheiße. Was ist los mit mir? Also ich muss sagen, da gefallen mir die ersten Level viel besser mit den ganzen... Wow! Sicherheitsbändern und so weiter. So. Gut. Schei. Okay. Bin-Kleister. Ich zitter komplett. Gut. Keine so gute Idee, glaube ich, ist das hier. Ja, ach so, ich habe mir jetzt in der letzten Zeit Mass Effect 1 und 2 gekauft. Für 10 € jetzt. Mal so. Und ich muss sagen, also, ich wollte ursprünglich Mass Effect 1 Let's Playen. Irgendwann habe ich mal reingeguckt, habe gedacht, ja. Wusste nicht so richtig, ob das was taugt. Dann habe ich selber weitergespielt und ich, ohne dass jemand anderer zusehen kann. Und ich muss sagen, es ist gut so, weil... Oh shit! Okay. Erstmal darunter lieber den Zeitbonus einsammeln. Weil das Spiel bei mir ziemlich oft abgestürzt ist. Und ich wirklich dann eine Woche lang oder so nicht gespielt habe. Weil ich auch im Internet keine Lösung gefunden habe, außer niedrigste Auflösung und das wollte ich überhaupt nicht. Und ja, zum Let's Playen ist das also vollkommen... Wow! Okay, das ist neu. Untauglich, sagen wir mal so, gewesen. Und ja, deshalb kommt The Cry of Fear dran. Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Ich habe nur mal kurz reingeguckt und ja. Die ersten 2 Minuten haben mir den ersten Schreck meines Lebens sozusagen eingejagt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber... Boah. Was wollen die jetzt von mir? Oh ne, ich muss zurück. Ah. Und die Steinkugel holen. Okay. Wie soll ich jetzt mit der Steinkugel darüber kommen? Boah. Okay, eindeutig falsch. Komm schon, du träges Nilpferd.
Nein! Ah. Ah, mal hoffen, dass die Festplatte jetzt nicht vollläuft. Und mein Headset rutscht. So, jetzt geht's wieder. Und... ja! Wow! Erfolgserlebnis, würde ich mal sagen. Erfolgserlebnis. Oh mein Gott. Ach nee, das ist jetzt doch nicht dein Ernst. Und wieder zu. Boah, mit der Steinkugel bleibe ich ja überall hängen. Und wieder zurück. Ja, hier kann ich einfach so drüber. Das geht jetzt ziemlich einfach. Würde ich mal sagen. Komm schon. Und Schwung holen. Ah, perfekt. Aber sonst muss ich von... also sonst kann man nur von Mass Effect 1 sagen. Ein wirklich klasse Spiel für die damalige Zeit. Das ist, ich muss sagen, fast einer meiner Lieblingsspiele. Derzeit nur gebrochen von, ja, SimCity 5 und Mass Effect 2, muss ich mal sagen. So. So und hopp. Und ein Siegerpodest! Wie schön es doch gibt. Ja. Ja, nicht das Höchste, aber der doof bekommt den 5. Platz. Und damit würde ich mich für heute verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!